Endlich wieder mit einer traditionellen Feier auf dem Marienplatz hat der FC Bayern München seinen 10. Titel in Folge gefeiert. Nach den Corona-Jahren konnten die Bayern zusammen mit ihren Fans die Saison ausklinken lassen. Doch die Meisterschaft ist nur einer der Titel, den die Münchner angestrebt hatten. Die Saison des FC Bayern fasst Elian Preuß zusammen. Mit einem neuen Trainer wollte der FC Bayern erneut hoch hinaus. Schließlich ist mit Julian Nagelsmann der jüngste Trainer der Bundesliga zu den Bayern gekommen, der auch bisher die höchste Ablösesumme für einen Trainer überhaupt gekostet hat. Nach ein paar Startschwierigkeiten in den Testspielen, die die Münchner verloren haben, hat es dann geklickt. Ab dem 5. Spieltag übernahmen die Bayern die Tabellenspitze. In der Champions League konnten die Bayern in der Gruppenphase alle Spiele gewinnen. Umso bitterer war dann das Aus im Viertelfinale gegen Villarreal. Der bisher international eher unbekannte Club aus Spanien ließ die Bayern an seiner Defensive verzweifeln. Da es zuvor schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals das donnernde Aus nach einem 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach gegeben hatte, waren somit alle Triple- oder Double-Träume geplatzt. In der Bundesliga war der FC Bayern aber einmal mehr das Maß der Dinge. Die Meisterschaft konnte vorzeitig am 31. Spieltag gesichert werden. Die Party dazu entschädigte Mannschaft und Fans und war für Julian Nagelsmann die erste deutsche Meisterschaft, die er als Trainer gewonnen hat. Spannend wird der Sommer, in dem sich unter anderem entscheidet, ob Stürmerstar Robert Lewandowski in München bleibt oder trotz Vertrags bis zum kommenden Jahr die Bayern vorzeitig verlässt. Und jetzt darf ich Ex-Bayern-Profi Manni Bender bei mir begrüßen. Servus Manni, schön, dass du hier bist. Servus, danke. Du, bevor wir über die Bayern sprechen, lass uns kurz über dich sprechen. Du warst bei den Bayern und bei 60. Wie war das für dich, die Zeit als Bayern-Profi hier in München? Ja, ich bin ja in München geboren, ja, und bin ja eigentlich auch vom 60er Stadion und in Giesing aufgewachsen. Also da war es natürlich für mich etwas ganz Besonderes. Ich war auch früher Balljunge. Ja, im Grünwalder Stadion, also habe ich einen kurzen Anreiseweg gehabt zu beiden Trainingslagern, also zu beiden Trainingsstätten, zu 60 und zu Bayern. Und da war das natürlich für mich natürlich eine perfekte Sache, wo dann damals der Uli Hoeneß bei mir angerufen hat und hat gesagt, Manni, wie schaut's aus? Möchtest du nicht gerne zu Bayern kommen? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Ja, besser geht's doch gar nicht. Ja. Lass uns über Bayern sprechen. Was war das für eine Saison? Sie haben zwar den Meistertitel gewonnen, aber kein DFB-Pokal, keine Champions League. Kann man dabei erfolgreiche Saison sprechen? Uli Hoeneß hat jetzt in den ganzen Gazetten gesagt, eine gut und ich glaube mal, gut ist eigentlich bei Bayern eher mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Weil sonst, gut ist. Ja, das ist, man kann nicht sprechen, wenn man im Pokal in der zweiten Runde rausfällt und im Viertelfinale gegen Villarreal. Man kann gegen Man City oder wenn man jetzt Liverpool zugelost bekommt im Viertelfinale, dann kann man sagen, okay, das kann passieren, da kann man, gegen solche Mannschaften kann man mal rausfliegen. Aber gegen Villarreal muss man klar sagen, das war, glaube ich, schon eine Enttäuschung für den FC Bayern oder für alle Bayern-Fans, sage ich mal. Ja, du hast es selbst angesprochen, beim DFB-Pokal gegen Mönchengladbach rausgeflogen mit 0:5, dann gegen Villarreal. Was war da los? Was waren das für Spiele, dass sie gegen solche Teams, okay, sind gute Teams, aber eigentlich ist Bayern besser. Warum verlieren die da? Ja, man, es gibt ja immer wieder mal Spiele. Ich bin damals mit Bayern in der ersten Pokalrunde gegen Mainheim rausgeflogen. Ja, also zumindest sind sie dann eine Runde weitergekommen gegen Gladbach. Aber man, wenn man natürlich nicht mit der richtigen Einstellung, wenn man natürlich hochfährt zum Pokal gegen Gladbach und sagt, okay, das werden wir schon gewinnen, weil wir FC Bayern München sind, dann kann das natürlich schon mal passieren, dass man dann mal unter die Räder kommt. Und das passiert der Bayern auch mal. Ja. Pro Saison ist mal ein Spiel dabei, wo das passiert ist. Natürlich schade, dass dann im Pokal ist, weil man dann raus ist. Aber im Endeffekt ist sage ich jetzt mal, eigentlich einmal eine falsche Einstellung gewesen in Gladbach. War es einfach die falsche Einstellung? Dachten Sie, wir kommen eh weiter? Da waren Sie einfach zu sicher? Ja, man kann ja nicht einfach sagen, wir so ab der 10. Minute, so, jetzt machen wir so und dann, weil wir FC Bayern sind, jetzt geben wir Gas. Da war es eigentlich schon zu spät, weil sie dann Gladbach in so einen Rausch gespielt hat. Und da ist es natürlich extrem schwierig, dann auch dagegen zu halten. Ja. Und dann kommt ja der 5-0 raus. Ja. Ist da dann bei so einem Team richtig die Luft raus, wenn man da aus so einem Pokal ausscheidet? Nein, die Luft ist mit Sicherheit, das wäre ja dramatisch, wenn in der zweiten Runde dann bei FC Bayern die Luft raus wäre. Ja, man, sie hatten ja eigentlich mit einem neuen Trainer, mit Julian Nagelsmann, eigentlich einen super Start in der Bundesliga. Haben auch einen super Fußball gespielt. Aber dann irgendwie ab der Rückrunde war dann irgendwie der Wurm drin. Ja. Ja, du hast selbst jetzt Julian Nagelsmann angesprochen, der Trainer in Deutschland, eigentlich der teuerste Trainer, den es je gab. Was hältst du von Julian?
Er kommt sehr authentisch rüber und dem nimmt man das auch ab, was er auch in die Pressekonferenzen, wenn er was erzählt. Man hat ja auch eigentlich fast alles gecoacht in der Pandemie für den FC Bayern, war eigentlich da der Mann am Mikro. Und das, was er erzählt hat, das nimmt man ihn auch ab, weil er sehr, sehr authentisch rüberkommt. Und daher macht er in meinen Augen wirklich einen sehr geilen Job. Ja, ja, finde ich auch. Kommt oft lustig rüber, war jetzt erst bei der Feuerwehr hier in Giesing, weil er einen ganz guten Spruch gebracht hat. Also der kommt echt authentisch rüber. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, läuft nicht so bei den Bayern. Jetzt mit Süle, der geht zu Dortmund, Lewandowski sagt, er will irgendwie nicht bleiben. Was denkst du da, was ist da los bei den Bayern? Ja, aber das ist jetzt, sage ich mal, um Vertragsverlängerung ist jetzt nicht, sage ich mal, der Job Nummer 1 von Julian Nagelsmann. Dafür gibt es nicht von Julian, aber... Gibt es ja noch jemanden anders auch dafür, der ein bisschen höher ist in der Hierarchie. Und der ist eigentlich dafür zuständig, solche Spieler zu halten oder frühzeitig zu binden. Man, es ist ja jetzt nicht überraschend, dass der Vertrag vom Niklas Süle ausläuft. Ja, und vielleicht hat auch der FC Bayern intern auch vielleicht vor einem Jahr oder so, wo man darüber nachgedacht hat, hat man eigentlich vielleicht gedacht, okay, der ist jetzt nicht so wichtig, der Niklas. Jetzt lassen wir den Vertrag mal auslaufen und der wird schon, wenn man ihn ein Angebot machen würde, dann schon verlängern. Ja. Höre ich da so ein bisschen raus, dass Hasan schuld ist. Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor. Ja, ob er schuld ist, nicht, aber die sitzen Hasan mit Sicherheit nicht alleine, ja, weil die sitzen ja in ihrem Kämmerlein oben oder oben im Büro und gehen ja den Kader dann durch, ja, mit den diversen Leuten. Und da werden sie dann schon das eine oder andere dann auch über Lewandowski oder Süle oder auch über Alaba, ja, dann auch sprechen. Ja. Das ist ja ganz klar. Das kommt ja jetzt nicht von heute auf morgen, dass da Verträge auslaufen. Ja.